Was ist die erste Sache, die dir einfällt, wenn du an die Videodays denkst? Na komm! Sind's vielleicht die swaggy Bühnenauftritte, bei denen deine Lieblingscreator ihre Songs performen? Geklaute SIM-Karten und gemeine Österreicher oder einfach Leute, die angeschrien werden? Klar nenne ich dich dann. Es ist das Event des Jahres und jedes Jahr läuft irgendwas schief. Und by the way, einer der größten Gaming-YouTuber Deutschlands gewesen mit COD und eigentlich schon auch immer oben mit dabei. Ich glaube, ich wurde da noch nie eingeladen und nominiert zu Irrelevant Chat. Vielleicht bei den 5 Millionen Abos dann. Dieses Jahr soll keine Ausnahme sein. Der eine oder andere Bär war da schon am Steppen, ja. Der Ablauf ist eigentlich ganz easy. Um 9 Uhr fängt's an. Alle Leute kommen erstmal rein, ne, laufen planlos durch die Gegend, machen TikToks, wie bei jedem Event. Um 10 Uhr beginnt dann die erste Moderation mit Victoria Reichelt. Vielleicht kennt ihr die noch von dem TikTok-Account Mitreden. Ich find's geil, dass auf der Webseite die Beschreibung vom Opening als Coming Soon angegeben ist. Die Videodays sind zwar schon vorbei, aber ich bin sehr gespannt. Und kurz darauf geht's dann auch schon los mit ein paar Live-Talks von Dave, Jasmin, Gnu und dem dunklen Parabelgitter. Es gibt nicht wirklich Video-Footage davon, aber ich habe extra für euch natürlich B-Roll-Shots angefertigt. So ungefähr wird das wahrscheinlich dort ausgeschaut haben. Ich sag's euch, wie es ist. Ich finde solche Talks sehr, sehr nice und ich hätte es mir auch gerne im Nachhinein angehört oder darauf reacted oder so, aber okay. Wir sind ja hier fürs Met, meine Freunde. Ja, wir sind hier für blöde Aktionen und dumme Aussagen und sowas. Na, wie Danny Klose sind wir damals unterwegs. Und deswegen skippen wir einfach mal den Klimawandel, die Gleichberechtigung und den Live-Podcast mit Fokus auf den Intimbereich und springen gleich zu dem, was wirklich wichtig ist, ja? Irgendwelche Leute im Internet. Herzlich willkommen im Palladium in Köln. Mein Name. Also, mein persönlicher Gigachat war Hand of Blood, der das Ding vor ein paar Jahren gewonnen hat und da die Rede seines Lebens ausgepackt hat. Freestyle, ohne S und Ös und Versprecher hat er da eine Rede vom Stapel gelassen und jeden Schmutz-Influencer auf YouTube so einen heftigen Nackenklatscher verteilt. Das war sogar noch vor TikTok, ey. Junge, das war ein Auftritt. Mein Held. Mein Name ist Marvin Wildhage und ich darf euch heute hier auf dem roten Teppich begrüßen. Aber ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir wäre es nur so halb charmant. Ich habe mir eine reizende Co-Moderatorin besorgt. Hallihallo. Hallihallo, Marvin. Schön, dass du da bist. Es ist ja so ein bisschen Klassentreffen heute. Es sind so viele bekannte Gesichter jetzt schon hier. Wir werden sie für können euch wir uns alle eigentlich anschauen, vor die Kamera nicht holen. So die Creatorinnen und Creator des Jahres. Auf wen freust du dich am meisten? Boah, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich geschaut, wer heute da ist. Ich bin nur hier wegen dem Gratis-Essen. Ne? Wir haben das Video-Day-Festival hinter uns. Was glaube, hast du hat er sich da reingeschnitten? So ehrenlos. Eigentlich nichts. Wir haben gerade eben alles geskippt. Na, for real, das, was ich schon mitbekommen habe, ist, dass der Livestream, den die Leute gerade sehen, sehr, sehr viele Lags hatte und teilweise auch gar keinen Ton. Abgesehen davon stimmt. Ist auch teilweise einfach so abgestürzt mittendrin. Hat, glaube ich, Monte sich ein bisschen drüber amüsiert. Und dann hat, glaube ich, Skyline TV das Ganze gestreamt, weil bei dem hat die Technik funktioniert. Keine Ahnung, wer das programmiert hat, aber die Leute haben sich auf jeden Fall drüber aufgeregt. So sind zum Beispiel, und das sage ich dir ganz ehrlich, Marvin, auch teilweise Kommentare entstanden wie, hey, das gibt's ja auch mit Ton. Und ich sage mal so, es hat auf jeden Fall an der technischen Umsetzung gelegen. Ja, okay, kann passieren, sollte aber auf jeden Fall nicht passieren. Es ist jetzt nicht so, als wäre irgendwo einfach random ein Sturm aufgekommen. Weil eigentlich könnte das schon sein. Na, ist dir auch aufgefallen, in letzter Zeit ist öfter mal irgendwo so Wetterumschwung. Das ist immer richtig spontan. Na, einmal hat es Sonne, na, einmal regnet es auf einmal. Ich habe früher immer geglaubt, das war die Regierung, Marvin, oder? Na, aber ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Und zwar Genshin Impact. Ihr denkt vielleicht, das ist ein Scherz, aber Nuvilet, der neue Hydro-Drachenfürst, kann tatsächlich das Wetter in der Region von Tain beeinflussen. Wow, was für ein schöner Tag. Aber nicht nur der, sondern auch Weasley ist neu im Game. Und mit dem Ausbau der Archen Quest sowie einer neuen Region bekommst du auf süß einen fetten Haufen neuer Inhalte. Falls ihr Genshin Impact noch nicht kennt, das ist ein Open-World-Fantasy-Rollenspiel. Und ich teleportiere mich erstmal David Copperfield-Style straight rein. Yo, ich bin in Genshin Impact, Alter! Yo, Bro, was geht? Nimm das hier. Was ist das? Das ist eine Schatzkarte. Ah ja. Jetzt sehe ich's auch. Viel Glück, Bro. Vergiss nicht, den Schatz am Ende zu versteuern, gell? Mach ich, Bro. Danke dir. Zwei fucking Wochen später. Endlich bin ich hier. Die Schatzkiste, für die ich 2 Wochen gelaufen bin, nachdem sie mir irgendein random Dude gegeben hat. Oh mein Gott, ist das etwa... Ganz richtig, meine Freunde, ein Code, mit dem ihr for free extra Item bekommt, damit ihr besser ausgerüstet seid. Es ist das dritte Jubiläum und die Version 4.1 von Genshin Impact ist draußen. Also checkt's gerne über den Link in der Beschreibung ab und damit zurück zum Video. Okay, danke an mich selber. Wir sind jetzt bei der Video Day Award Gala. Also, das war ziemlich gut, das Placement, aber ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, liebe Zuschauer. Ich finde,
ApoRED, der alle echte ach, Digga, scheiß auf. Auf jeden Fall habe ich bei ApoRED das Placement irgendwie mehr gefühlt. Besonders die ungeschnittene Version von Mimi. Die fand ich einfach besser. Sorry, Kaiser. Da musst du dich auch noch das nächste Mal ein bisschen mehr anstrengen. Alle angekommen. Auf der Webseite steht Folgendes. Es ist das Highlight und der krönende Abschluss des Video Days Festivals. Die Video Days Award Gala. Exklusiv eingeladene Gäste. Ah! GästeInnen? Ist das ein Wort? Gästin? Digga, was für eine bodenlose Frage. Naja, okay. Nominierte Gewinnerinnen, Wildcard-Gewinnerinnen und Vertreterinnen. Also GästeInnen? Bruder, ist das ein Bullshit. Hä? Das Wort kann man doch nicht gendern, oder, Chat? Der Gast, die Gäste. Da gibt's keine weibliche Version. Der Gast, die Gäste, GästeInnen. Und das wiederum regt mich auf, Chat. Das ist Bullshit. Das ist einfach dumm. GästeInnen. Das tut ja mir in den Augen weh, als Deutscher. Stell euch mal vor, Leute, die die Sprache lernen wollen. Da platzt dir der Rüssel. Industry versammelt sich im feinen Ambiente zu einer Show, bei der die besten Creators in ihren Kategorien ausgezeichnet werden. Und im Prinzip ist es auch ganz einfach. Es gibt 18 verschiedene Kategorien, in denen du einen Preis abstauben kannst. Dazu zählt zum Beispiel Sport, dazu zählt Comedy oder Documentation. In jeder Kategorie werden dann die drei stimmstärksten Kandidaten, die von einer Jury ausgewählt wurden, aufgestellt, nominiert quasi. Hier sieht man zum Beispiel die Nominees für die Documentation-Kategorie, in der dann im Endeffekt Tomatolix gewonnen hat. GG. Wichtig. Da ist er. Ich habe Papa Platte 24 Stunden beim Urologen eingesperrt und ihn mit einer Jerk-Off-Instruction zu einem Hands-Free-Orgasm gebracht. Okay, Spaß beiseite. Ja, vielleicht ist euch aufgefallen, dass im Hintergrund ein Timer abläuft mit 10 Sekunden. Das ist actually die Redezeit, die man dort bekommt. 10 Sekunden. Ich gehe davon aus, das soll irgendwie witzig sein oder so, wenn man da nur, ich hab gewonnen. Schau mal an meinen Nachbarn. Der ist ja schon tot. Weißt du, dass die Leute so ein bisschen überfordert sind und auch schnell was antworten. Aber Bro, das Ticket kostet dann erstmal 60 Euro mehr als das normale. Also wenn du zu dieser Gala willst, zahlst du nochmal einen Aufpreis von 60 Euro. Und da finde ich es halt irgendwo schon sehr schade, dass du den Leuten, die ihre Creator halt sehen wollen, die Zeit so komplett wegnimmst. Ich habe gar nichts vorbereitet. Ey, ich fühle mich so unterdrückt. Danke an meine Eltern, alle. Ist die, das fuck, ein Schmutz? Original 99. Der, das ist doch was. Ich glaube, ich wäre auch sprachlos gewesen. Da bist du ja völlig unter Druck. 9% von der Gala ist irgendein Gelaber oder irgendwelche Auftritte von. Ist vollkommen okay. Mach deine Auftritte, mach dein Gelaber und so. Aber lass doch bitte die Leute. Steh doch den Leuten nicht die Zeit. Fucking 10 Sekunden. Vielleicht wollten sie halt verhindern, dass diese Hand of Blood Aktion von den Videos. Aha! Ich wollte es gerade auch sagen. Das war eine Dankesrede, die ganze 8 Minuten gedauert hat. Aber lest euch mal bitte die Kommentare durch. Die sind alle positiv und die finden es gut, dass er so lange hat reden dürfen. Die Bewertung ist auch Bombe. Und wenn ich jetzt 18 Kategorien mal 10 Sekunden rede, reden dürfen. Die Bewertung ist einfach Dislikes, einfach 1337. Zufall? Ich denke nicht. Einfach Elite. Och, Bombe. Und wenn ich jetzt 18 Kategorien mal 10 Sekunden Redezeit rechne, dann komme ich auf 3 Minuten. Also nicht mal die Hälfte von dem, was Hand of Blood damals in einer Rede gebracht hat. Wer ist auf die scheiß Idee gekommen? Aber gut, weißt was? Die restliche Zeit ist sicher super genutzt worden, oder? Was macht ein Security-Mann in der Nudelfabrik? Er passt da auf. Ich merke, ich lasse es lieber. Was wir heute Abend brauchen, ist Stimme. Aber auch die nominierten Influencer machen für mich oftmals etwas weniger Sinn. Bestes Beispiel ist die Kategorie News und Commentary. Zugegeben, was darunter verschafft. Da sieht man halt wieder, dass sowas einfach jemand wie Marke Bauer zum Beispiel moderieren sollte. Oder Mark Eggers oder so. Digga, das ist einfach. Selbst wenn die normal einfach reden, ist das einfach viel authentischer. Wird einem nicht wirklich gesagt so, es ist einfach News und Commentary. Weiß nicht, vielleicht hier Alpha Kevin, vielleicht sowas wie Stay, Christian Solmecke, vielleicht sogar Herr Newstime, also wenn er mal uploaden würde, sowas in die Richtung halt, okay? Aber die drei Nominierten sind tatsächlich Herr Anwalt, okay, lass mich noch einreden, Kyla Shikes und Marvin Wildhage. Also nichts gegen die, ja, aber Marvin Wildhage. Was hat der Hund mit News zu tun? Ah ja, meine favorite News-YouTuber. Marvin Wildhage und Kyla Shikes. Sei mal nicht böse, streich halt einfach den Aspekt News weg, wenn es eh nicht drum geht. Das macht dann wenigstens Sinn. Genauso wie in der Kategorie Animation, wo Plankton, Simplicissimus und aber auch Tyra nominiert waren. Tyra kannte ich vorher nicht. Ich habe den Content angeschaut. Finde es sehr witzig, ne? Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Sie macht viel mit so Greenscreens und halt so irgendwelchen Bildern, die ausgeschnitten sind und so. Es ist nicht perfekt, aber das soll es halt auch nicht sein. Es ist einfach eine Unterhaltung.
100% hat sie es verdient, bei den Video Days dabei zu sein und in ihrer eigenen Kategorie bewertet zu werden und so. Aber Animation, da passt halt irgendwie nicht rein. Da wären so Kanäle wie Ultralativ zum Beispiel oder der White Corner, die wären da perfekt gewesen. Schaut euch bitte mal an, was der White Corner für Animationen raushaut in jedem einzelnen Video. Es ist aber für mich der direkte Vergleich, wenn du sagst, yo, es geht dir in der Kategorie um Animation, dann bitte Jules, nimm Leute her. Jules Mools tut da auch die sehr starke viel Animationen haben. Das animieren ist nichts gegen Tyra. Ich würde da, selbst wenn ich da drin wäre, ja, wenn ich jetzt in der Kategorie Animation, wenn ich da jetzt drin wäre, ja, würde ich auch sagen, what the fuck mache ich da? So, vielleicht News, Commentary, sowas, aber halt Animation. Habt ihr meine Zeichnungen im Paint gesehen? KuchenTV ist da in seinem Video, was nicht ganz so cool ist wie in meinem Video, auch auf mehrere Beispiele eingegangen. Und ich glaube, der kritischste Move an dem Abend war halt Shuyoka. Sie hat fast den Preis der Gamerin des Jahres bekommen, den hat Gnu dann abgeräumt und damit den dritten Weltkrieg verhindert. Und ja, auch bei der Preisverleihung gab es technische Probleme, aber ich sage euch ganz ehrlich, das mit Papa Platte, das war immer nur funny. Glaubt ihr, die wurde einfach nur nominiert für den Meme und dann wurde hat Gnu gewonnen, um zu zeigen, es kann eine Frau gewinnen, auch ohne Shitstorm? Natürlich verdient gewonnen. Aber ich glaube, irgendwie gibt es da so eine da Connection schon ein bisschen so vor, wurde mir gesagt. Eine Live-Schalte oder sowas? Also wenn das jetzt heute Abend klappt, wäre crazy. Das war doch für Kategorie Gaming, oder habe ich es... Oh mein Gott! War doch wieder für Gaming, oder war das okay, für andere, was anderes diesmal? Wenn wir jetzt noch Ton haben, wäre komplett crazy. Sag mal was, Bro? Okay, kein Ton. Ja. Mach Zeichensprache irgendwie, dass du dich bedankst oder so. Geil. Das war krass. Für mich ist halt die Frage, okay, wie kann es eigentlich sein, dass das alles so... Digga. Ach, Bruder, das war's wirklich. Zeichensprache irgendwie. Das ist wirklich so peinlich. Überleg mal, bezahlst du da 60 Euro oder mehr für so ein Ticket? Wie kann das... Haben die das vorher nicht getestet, Bro? Das ist wirklich Chat. Das ist bodenlos. Das ist ja auch Scam. Wenn du das bezahlst und dann kriegst du das da abgeliefert, das ist ja auch Scam. Das ist ja Verbrauchertäuschung, ist das. Dass du dich bedankst oder so. Geil. Für mich ist halt die Frage, okay, wie kann es eigentlich sein, dass das alles so random rüberkommt? Wer entscheidet das? Naja, es gibt eine Jury, bestehend aus mehr als 50 Personen, die alle selber Influencer sind. Das heißt, sie kennen sich theoretisch am besten damit aus. Das glaubt ihr, Chat, wenn das nächste Mal jemand bei mir ein Placement bucht, als Beispiel jetzt fürs neue Assassin's Creed, glaubt ihr, die bezahlen mich auch, wenn ich einfach muted stream? Also kein Gaming-Sound und man hört mich selber nicht, man sieht nur das Spiel? Glaubt ihr, die bezahlen mich auch? Oder glaubt ihr, die sind dann nicht so erfreut? Vielleicht streame ich auch einfach einen schwarzen Bildschirm, schreib aber in den Titel neues Assassin's Creed Gameplay. Ich glaube, da sind die auf jeden Fall hyped. Problem dabei ist aber, dass du obviously so ein bisschen voreingenommen bist. Gerade wenn du mehrere Jahre im Business drinnen bist, dann kennst du die Person A schon, dann kennst du die Person B schon und magst sie nicht. Denkst du, du absoluter Go. Du bist ein Bot, ja? Du bist ein Goofy in meinen Augen. Deswegen wirst du als Creator dort nur was gewinnen, wenn es entweder komplett logisch ist. So zum Beispiel wie beim Longform-Format, da war Seven vs. Wild, Alicia Joe und ich glaube Dave war auch noch. Ja, Alicia Joseph hat jetzt nicht die gleichen Ressourcen wie Seven vs. Wild. Ja, weißt was? Du musst halt einfach aus dem Helikopter springen vom nächsten Video. Wild. Ja, weißt was? Ja, Dave macht auch immer längere Videos und Alicia Joe auch, aber die machen ja wiederum komplett anderen Content wie Seven vs. Wild, oder? Und die sind ja auch, also Dave macht ja so unterhaltsam Videos, ne? Und Alicia Joe ist ja eher wieder Kategorie Meinungsbloggerin. Und ja, Seven vs. Wild macht mega lange Videos, aber da ist auch, keine Ahnung, Millionenproduktion dahinter, Riesenteam und ich weiß, dass Dave auch ein Team hat, aber wahrscheinlich deutlich kleiner. Und Alicia Joe ist, glaube ich, eine One-Man-Army. Ja. Was? Du musst halt einfach aus dem Helikopter springen vom nächsten Video. Na, Shoutout. Also hätten es alle verdient. Aber die einzig andere Möglichkeit zu gewinnen sind eben Connections. Wenn du gut connected bist mit den Leuten, dann schlagen sie dich vor, dann voten sie für dich. Dann ist es einfach, weißt du, das ist einfach Vitamin B, Vitamin Brattern. Als Krönung wurde dann einfach auch noch eine komplette Kategorie ausgelassen. Die Kategorie Sports wurde einfach, I don't know, vergessen oder so. Ich habe extra nochmal die gesamte Gala durchgeskippt. Die war einfach nicht zu finden. Aber ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Naja, ich persönlich finde es schon Imagine, du reist dahin, weil du für die Kategorie Sports nominiert bist und dann vergessen die Kategorie. Alter, würde ich durchdrehen. Irgendwo eine Frechheit oder eine Dreistigkeit, dass du halt Leuten extra 60 Euro aufbrummst für ein 2-Stunden-Event, wobei deine Influencer, wegen denen du ja eigentlich dort bist, 3 Minuten reden. Nicht mal 3 Minuten, eine Kategorie wurde einfach vergessen. Wenn es da um die Zeit geht, die knapp ist, dann lass bitte ein bisschen mehr Anmoderation weg und lass bitte die Creator reden, weil das ist der Grund, warum die Leute hingehen. Es war kein komplettes Desaster, aber ich finde es trotzdem schade, was daraus gemacht worden ist. Aber trotzdem GG an alle Leute, die gewonnen haben. Meine Freunde, lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Thema haltet. Lasst mir auch gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Schaut bei Genshin Impact vorbei und damit bis zum nächsten Mal.
Grüße gehen raus.